Zurück, meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr sehen könnt, ist das Ding endlich fertig. Ich habe es komplett zusammengebaut, habe innen drin alles sauber gemacht. Ihr glaubt gar nicht, was da an Dreck war. Aber wir haben es geschafft, wir haben das Ding gereinigt, Kondensator, alles sauber, picobello. Ja, jetzt können wir natürlich anfangen zu starten und das Ding zu testen. Ich habe hier ein bisschen Wäsche vorbereitet, um zu testen, ob wirklich alles funktioniert, ob die Pumpe auch ordnungsgemäß alles hochpumpt, ob sich da alles verfängt und kein Wasser ausläuft. Das Ganze werden wir jetzt machen. Ich mache das gute Stück mal hier auf. Ja, ist zwar nicht so ganz hoch. Jetzt können wir mal hier drin ein bisschen reinschauen. Das Ding hat sogar ein eigenes Licht. Finde ich super, weil viele Trockner haben kein eigenes Licht. Jetzt haben wir hier die ganze Handtücher, 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 Handtücher. Ist nicht mehr so richtig feucht, aber es reicht aus, um einfach mal zu testen. Ja, war ordentlich Arbeit mit diesem Ding hier. Aber was will man machen? Arbeit gehört natürlich dazu. Es hätte auch weniger Arbeit sein können, aber da kann man nichts machen. Es gibt halt Leute, die mit ihren Trocknern wirklich sauer. Sauer? Nee, versauen? Ah ja, ihr wisst schon, was ich meine. Wie die damit umgehen, finde ich schade. Ein Trockner muss schon gepflegt werden. So, zack, machen wir Koch, Buntwäsche, Schrank extra trocken, starten wir und jetzt hören wir mal. Und was mich an dieser Maschine überrascht, der ist wirklich schön leise. Er ist absolut nicht laut, weil ich da diese Gummiräder eingebaut habe. Es gibt viele Trockner, die haben so Hartplastikräder und die hörst du, wenn die Trommel drüber rollt, hört man das sehr stark hier. Finde ich super. Die Lautstärke ist wirklich angenehm. Man kann sich eigentlich mit einer anderen Person unterhalten. Das stört keinem im Haushalt. Ich hatte auch schon Trockner gehabt. Die hast du bis zum dritten Stock gehört, wenn die angefangen hat, sich zu drehen. Eigentlich an sich ist das echt eine geile Maschine. Würde ich jedem empfehlen. Aber nicht so versaut, wie ich sie geholt habe. Weil dann habt ihr echt viel Arbeit. So, das werden wir sehen, wie ihr seht. Trommel dreht sich auch. Ich habe einen Keilriemen ausgetauscht. Was haben wir denn da alles ausgetauscht? Ich habe die Laufräder ausgetauscht. Keilriemen habe ich ausgetauscht. Den ganzen Dreck habe ich rausgemacht. Ja. Und viel mehr war eigentlich nicht nötig. Und den Kondensator habe ich komplett ausgespült. Diesmal war ein Hochdruckreiniger nicht nötig. Ja. So sieht das gute Stück aus. Was mir vielleicht noch hier nicht so gefällt, ist so ein bisschen der Farbunterschied, aber das liegt wahrscheinlich daran, weil der alte Deckel davon defekt war. Hier haben wir leicht, ja, wie soll man sagen, so grau, und zu dem hier ist es halt ein leichter Unterschied, aber das ist Kunststoff, das verfärbt sich, da kann man nicht viel machen, es sei denn, man geht da mit Chlor ein bisschen drüber, dann kriegt man das auch weg. Hier hinten haben wir den anderen Deckel, der ist aber gebrochen, wie wir hier sehen können, das heißt, ich kann den nicht mehr hier hinten festmachen. Deswegen habe ich einen anderen Deckel genommen von einem Bosch Mark 6 Sensitive. Ich hatte ja zwei Stück von denen gehabt und da habe ich den Deckel genommen. Siehst du, also hat es sich doch gelohnt, diesen Deckel aufzubewahren. Normalerweise schmeiße ich die Deckel weg, aber diesmal hat es sich gelohnt, das Ding zu behalten und zu verwenden. Ich könnte jetzt eigentlich bis zum Trockenende warten und filmen, aber ich glaube, das wollt ihr auch nicht sehen, bis das Ding hier fertig ist. Für mich sieht es aus, ob er alles macht, was er machen sollte. Also habe ich alle Kabel auch ordnungsgemäß angeschlossen. Ja, so sieht es aus, Leute. Somit sage ich Ciao, Kakao und viel Spaß. Die Maschine ist jetzt auslieferbar.